Liebe Leute, zu einer neuen Folge von Let's Play Factorio. Ja, und heute ist der Tag der Tage angebrochen, an dem wir sagenumwobene Dinge tun. Und ja, genau. Erst möchte ich gerne die ganzen Lasergeschütze aufstellen. Gucken, wie viele Solarpanels schon wieder gecraftet wurden. 10 Stück, die kann ich auch noch mal ganz kurz hier hinpacken und dann kümmern wir uns mal um die ganzen Lasergeschütztürme. Die Verteidigung und alles. So. Brauchen auch dann dringend noch mehr davon. Ja, so. Stahlträger und Kupferplatten werden jetzt natürlich nur so Sachen, die wir brauchen. Für mehr. Platten kriegen wir von hier einfach raus. Stahlträger von hier einfach mal noch ein paar. So, und dann fangen wir mal an, die ganze Chose aufzustellen. Ich gucke so von hier unten mal aus, das Ganze zu machen vielleicht. Zu machen, zu tun. Naja, weil wir sind schon noch ein bisschen weiter weg von der Mauer von unten, glaube ich. Deswegen wird das hier wahrscheinlich nicht so ganz reichen. Robotertechnik, immer gut. Ja, ich habe jetzt halt eben keine Lampen mehr, ne? Ich kann zwar mal ein paar machen, was ich jetzt noch mache. So, jetzt werde ich nochmal einen neuen Auftrag geben hier. Lampen. Achso, die müssen jetzt natürlich auch erst noch hier gemacht werden. Also, wenn es irgendwie so eine Forschung gäbe, dass man quasi Sachen gleichzeitig craften könnte, da halt schneller craften könnte, wäre das auch noch nice. So, Strom war es jetzt auch noch. Wurde jetzt angegriffen. Da drüben mal wieder. Können Sie denn mal was Neues raussuchen hier? Dann halt eben nicht, ne? Wenn sie nicht. Wenn sie nicht wollen, wir können sie nicht zu unserem jetzt ihrem Glück zwingen. Was können wir hier machen? Einen konstanten Kombinator können wir machen. Da kann man irgendwie so Computersysteme bauen, aber ich habe absolut keine Ahnung, wie das Ganze funktioniert. Konstruktionsroboter, das klingt ja schon mal ganz gut. So, jetzt hier mal gucken. Es wird sowieso gleich wieder Tag, habe ich im Gefühl. Schade, dass ich nicht noch mehr Energiemasten machen können. Obwohl ich habe hier noch einen billigen. Ich kann auch nicht mehr billige machen, deswegen lass einfach mal. Und mach das Ganze jetzt hier einfach mal auf die Art und Weise hier. Können wir ja dann auch später alles damit verbinden, so ein bisschen. Automatischer Aufbau, das klingt nochmal interessant. Weil ich meine, gehört zusammen, dass man diesen Konstruktionsrobotern dann eben auch mal den ganzen Wald abreißen kann. Und wenn ihr letzte Folge gesehen habt, dann wisst ihr so ein bisschen, dass ich Hass habe gegen diesen Wald. Und ich würde diesen Wald schon ganz gerne mal automatisiert abreißen lassen. So, wir machen es erstmal hier unten ein bisschen verstärkt. Und jetzt kommen dann hier die ganzen relativ einzelnen erstmal hin. Das ist jedenfalls der Plan fürs Erste. Da können wir Blaupausen machen, ne? Blaupausen, Abrissplaner. Logistikroboter, das sind doch auch mal eine nette Sache. So, ja, erstmal natürlich alles schön einmal außenrum verbinden, ne? Damit wir schon mal hier an der Frontlinie hier ordentlich Energie zur Verfügung haben. Weil Energie ist wichtig bei der modernen Verteidigungstechnik. So, und jetzt.
kommen hier immer wieder so ein paar dazwischen einfach. Aber hauptsächlich hier vorne mal in die Ecke auch, weil ich denke mal, hier wird so ein bisschen was abgehen und nochmal so ein bisschen hier zwischendurch überall. Logistiksystem können wir noch nicht. Spiele Logistik Inventar 1. Das möchte ich mal noch nicht. Spielerabtransport. Robotergeschwindigkeit, Robotertransportmenge, Laboreffizienz. Erweiterte Rohölaufbereitung können wir alles nicht machen, aber Automobilität können wir schon machen. Da können wir dann ein Auto machen. Was cool ist, wenn man damit dann durch die Gegend fahren kann. Boah, da sind hier noch einige in Auftrag. Das heißt, da können wir noch ordentlich was bauen. Aber bis das soweit ist, holen wir uns doch ein bisschen Zeug für mehr Radare. Um hier den Feind, die Aliens, etwas genauer noch ausspionieren zu können. Gut, aber ich denke mal, wenn wir dann soweit sind, sollten wir eigentlich auch relativ sicher sein. Und Sicherheit ist natürlich immer so ein bisschen so eine Sache, ne? Aber gut, wir brauchen dafür ein wenig Eisen. Oh, Eisen ist gerade Mangelware. Ja, dann machen wir mal so hier, ne? So, dann nochmal hier ein Radar mehr. Wird dann natürlich dann auch erst fertiggestellt, dann nachdem noch die letzten drei Lasertürme fertig sind. Oh Gott, also auf jeden Fall, ich denke mal, tagsüber sind wir schon mal extremst gut gewappnet, strommäßig. Mit 285 Solarpanels. Oh Gott, das ist natürlich enorm. Aber wir sind ja hier auch schon. Wir haben ja auch ein großes Stromnetz, so ist ja nicht, ne? Also wir haben ja hier auch 41 elektrische Erzförderer beispielsweise, aber die verbrauchen nicht so viel Strom gerade, weil die ja nicht so viel produzieren müssen. Weil ja die ganzen Fließbänder ja voll sind. Also ich platziere jetzt hier mal noch so einzeln welche dazwischen. Oder dann eben Doppelpack hier dann Leute welche dazwischen. Unsere Kupfermine wird gerade angegriffen, ne? Das ist nicht nett. Gar nicht nett. So, ich denke mal, es ist wichtig erstmal, dass wir unten eine starke Basis haben. So, jetzt sehen wir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr hier. Und vor allen Dingen sehen wir, dass die unten bald im Smog sind. Und auch, dass wir hier oben dann auch dann bald bei neuen Dingern sind, die in dem Smog sind. Puh. Ja, mal gucken. In der Mitte, da ist natürlich immer noch extrem Smog. Aber was wollen wir tun, ne? Ich meine, wir müssen ja irgendwie produzieren, ne? Natürlich noch hier alles schön ausleuchten, damit die Aliens auch sehen, dass sie ein Problem haben, wenn sie hier stehen. Gut, dann muss natürlich auch also die letzte Verteidigungslinie fertig sein, um das hier quasi erstmal zuzumachen. Ne? Um diesen Fall quasi zu closen. Und zwar hier oben. Ich frage mich jetzt gerade, wie ich das genau machen möchte. Ich denke mal, das Klügste wird es einfach sein, hier das einfach an dem Band entlang zuzumachen. Stimmt, da sollen vielleicht auch noch ein paar Lasertürme wieder hin, aber da das ist wieder eine andere Geschichte, ne? So, hier auch immer schön 1, 2. 1, 2, dann passt das hier auch. Das werde ich ja in die Strommasten noch verlegen wieder. Aber da müssen sowieso ja andere Strommasten ja hin, wenn hier Verteidigungsanlagen auch hin sollen, ne? Ich baue das jetzt erstmal schon so ein bisschen hier. Mauern haben wir gerade keine, das ist blöd. Aber wir können hier schon mal ein bisschen Bäume abreißen mal wieder. Uns dann vielleicht mal die Logistikroboter anschauen, beziehungsweise dann die Konstruktionsroboter.
Weil vielleicht können die ja wirklich so Wald abreißen. Vielleicht weiß ich auch wie oder kriegt es direkt hin, weil es vielleicht einfach ist. Also mit dem Logistikroboter, dann hatte ich schon mal was gemacht gehabt in dem früheren Save. Gott. Wir haben ja doch noch eine Eisenspitzhacke. Was ist denn ein Problem hier? Ich hätte keine Stahlspitzhacke, aber besser als nichts erstmal, ne? So, das heißt, ich weiß nicht, man braucht schon mal ein paar Dinge auf jeden Fall dann dafür. Und zwar brauchen wir erstmal. Mal gucken, wo das Ding ist. Einen Roboterhangar. Dafür brauchen wir halt auch schon Plastikstängen. Stängchen. Stänglein. Stängleinelchens. Gott. Naja. Ich nehme ein paar mit. Und was fehlt uns noch? Uns fehlt noch Stahl. Okay, ich denke, wir sollten uns aber um eine Stahlproduktion vielleicht nochmal kümmern dann irgendwann. So. Ein Roboterhangar. So, dann brauchen wir natürlich Bauroboter, sind das dann? Dafür brauchen wir Flugrobotergestelle. Und dafür brauchen wir Elektromotoren. Okay, die können wir uns direkt so craften, aber für die Elektromotoren. Okay, das ist natürlich sehr, sehr interessant. Man braucht für die Elektromotoren Verbrennungsmotoren, okay. Also wir brauchen erst Verbrennungsmotoren. Die können wir halt leider nur in diesen Montagemaschinen herstellen. Stellt erstmal so hin. Stellt erstmal auf Verbrennungsmotoren. Natürlich jetzt doof, ne? So. Der Ding braucht erstmal natürlich noch ein bisschen Strömchen. Dann das hier. Brauchen wir noch Rohre. Hab ich Rohre? Nein, ich habe keine Rohre. Natürlich habe ich keine Rohre. Woher denn auch? Brauche ich noch Zahnräder? Und Rohre. Aber ich habe 15 Rohre. Das heißt natürlich nicht so viel. Gott, ich kann erstmal hier unten nochmal ein bisschen was wegmachen, glaube ich. Nochmal ein paar Rohre und dann nochmal das Ding hier machen. Und ja, dann gucken wir mal, wie wir da welche rauskriegen. So, die brauchen von allem eins, also zwei Rohre. Das heißt, da können wir erstmal dann mit ein paar mehr Rohren nochmal ordentlich was rausholen. Which is nice. Auf jeden Fall. So, dann gucken wir noch mal kurz, ob wir ein paar neue Mauern haben, eventuell. Weil das ist auch mal wichtig. So, da können wir schon wieder 51 neue Mauern machen, ne? Gut, dann müssen wir uns auf jeden Fall auch mal vielleicht in der nächsten Folge schon, also bevor wir auf jeden Fall uns um die blauen Flaschen kümmern, müssen wir unsere gesamte Rohstoff-Erzschmelze hier unten revolutionieren. Das heißt, hier haben wir noch ordentlich Platz. Das heißt, dann wird das Ganze nach hier unten verlegt wahrscheinlich. Und auch direkt natürlich Stahl, was natürlich auch sehr, sehr wichtig ist. So, weil ohne Stahl ist immer bisschen blöd. Ja, wir müssen uns auch immer um Schmiermittel kümmern. Das heißt, wir brauchen wir Schmiermittel für. Dafür brauchen wir Schweröl. Für Schmiermittel brauchen wir Schweröl. Gut. Dann würde ich mal sagen, brauchen wir noch eine neue Chemiefabrik. Um das Ganze dann herzustellen. Dafür brauchen wir neue Stahlträger. Alter, das hatte ich jetzt. Hart, wie lange ist es unbenötigt, das Ganze durchzucraften, ne? Braucht man dafür alles. Ja gut, aber da habe ich jetzt eigentlich auch keinen Bock, das Ganze jetzt hier schnell irgendwie eine Montagemaschine dafür hinzusetzen. So, ich brauche noch hier ein bisschen mehr. Ich kann ja noch eine neue Chemiefabrik machen, die dann erstmal noch Schmieröl herstellt. Das werde ich auch noch brauchen. Gut. Sie wird schon wieder angegriffen da drüben. Das gefällt mir natürlich überhaupt nicht. Braucht sich ja auch eine halbe Ewigkeit, ne? Gott. Naja, da müssen wir so ein bisschen uns in Geduld üben.
Auf jeden Fall mehr Schwerelement als leicht, oder das ist ja ganz gut, dass wir aus dem Schwerelement noch was machen können dann direkt. Jetzt hier aus dem Rohöl kommt da immer noch genug zusammen direkt. Auf jeden Fall. Auch wenn die Fördergeschwindigkeit bei den meisten gar nicht mehr so hoch ist. Also ich denke, wir müssen uns in Zukunft dann mal darum kümmern, dass wir hier oben diese Ölquellen mal noch anzapfen. Da wäre es natürlich vielleicht ganz eventuell auch mal ganz klug, wenn wir das Ganze nochmal extra hier noch ein bisschen eingrenzen würden, aber naja, ne? Gott, diese roten Chips, die brauchen halt extrem lang, ist gerade so ein bisschen das Problem. 8 brauchen die jeweils. Die erweiterten elektronischen Schaltkreise, naja. Aber so wollen wir machen, ne? Müssen wir jetzt halt eben mal durch. Und so lange können wir noch ein paar neue Solarpanels zum Beispiel mal setzen. Aber das geht jetzt hier auch Stück für Stück langsam durch, ne? Also. Bisschen Strom wird natürlich auch nicht schlecht noch. Ein bisschen Licht mal hier natürlich. So. Bauen wir ein paar Lämpchen noch hier hin. 4 Stufe brauchen die ganzen Lampen eigentlich. Ja, 416 Kilowatt, aber. Muss natürlich auch so sein, wir haben ja. Wie viele Lampen haben wir? 85. Das läppert sich dann natürlich alles, ne? Das untere ist ja weg, dass man hier durchkommt. So, dann wird schon wieder die nächste Leine gezogen. Beziehungsweise die war ja schon so halbwegs gezogen, aber wir haben halt jetzt auch keine Strommasten dafür. Oh, no, no, no. Tja, wir haben jetzt ja keine Strommasten, ne? Ist natürlich jetzt blöd. Wir können aber hier oben mal die ganzen Mauern mal automatisieren, denke ich mal. Weil die Ziegelstände brauchen wir sonst für nichts anderes, deswegen. Und das ist ja ehrlich gesagt noch eine leichte Übung, das Ganze irgendwie halbwegs automatisch zu machen. Da ist kein Problem. Wenn wir Strom hätten, natürlich. Ist natürlich jetzt ungeschickt. Gut, das jetzt so machen jetzt hier. So, dann arbeitet es ja auch immer schon mal ganz schön. Da wäre es vielleicht auch mal schneller ganz gut, aber ne? Wir haben halt leider keine schnellen. Gerade aktuell. Und wir können es halt eben auch nur die normalen Verband runterklauen. Gut, wie viele wurden denn jetzt schon mal so produziert? Produziert wurden jetzt schon mal 12. Das ist ja schon mal was. 13 ist ja schon mal ein Anfang, ne? Aber wir freuen uns sowieso relativ viele, denke ich mal, dann davon. Ja, mit einem Roboter wird es nicht getan sein. Und ja, wir brauchen da 1 zu 1 quasi, genau. Verbrennungsmotor, elektrischer Schaltkreis und Schmiermittel. Ich frage mich ja bis, wo der Sinn ist, dass er für Elektromotoren Verbrennungsmotoren braucht. Aber okay. Es ergibt Sinn, wenn man nicht drüber nachdenkt, bestimmt. Gut, wie viel ist hier schon? Also das wird auch bald voll sein, denke ich. Gut, es sind schon noch 6, das heißt, es wird langsam. Es wird langsam. Da können wir auch schon mal hier ein paar neue in Auftrag geben. Wenn wir natürlich hier ein paar mehr Stahl hätten. Zack. Gut, gut, dann würde ich mal sagen. Haben wir gleich mal das ganze Zeug zusammen, was wir benötigen. Guck, wie viele Mauern wir schon gemacht haben. Wie vor ordentlich. Also das lohnt sich, denke ich mal, das Ganze so zu handeln. Weil Mauern braucht man ja wirklich immer in rauen Massen. Da liegt noch ein Eisen rum. Bestimmt schon seit 10 Millionen Folgen. Gut. Jetzt ist es auch schon soweit. Yay, es ist gleich gecraftet. Wuhu.
Es hat eben auch nur einen besonderen Radius, wie wir gleich mal sehen werden. Oh Gott, das hat echt kleiner, als ich gerade gedacht habe, der Radius, ne? Also da wie war es nochmal ganz kurz, ich pack's nochmal ganz kurz ein. Wo ist jetzt hin? Da ist es hin. Versorgungsbereich und Konstruktionsbereich. Das ist ein Unterschied. Ich weiß zwar nicht, wie groß der Unterschied ist, aber er scheint schon mal existent zu sein. Gut, eigentlich würde ich das ganze Ding am liebsten so mittig schon wieder so reinstellen, aber ich denke mal, wir können erstmal das Ganze so testen, ne? Deswegen stelle ich es einfach mal so dorthin, ne? Verbinde es jetzt nochmal hier mit der Außenwelt. So, jetzt läuft das ganze Teil schon mal. Allerdings brauchen wir jetzt hier Reparaturkisten hier rein tun können, dann werden die repariert. Das heißt, da machen wir doch direkt mal 27 Stück. Und dann eben gleich noch ein paar Roboter. Fragst du, wo sind die Roboter? Vielleicht sind die hier irgendwo mit dabei. Genau, da waren die Bauroboter. Also dafür brauchen wir erstmal Flugroboter gestellt. Dafür brauchen wir, wie gesagt, erstmal die ganzen Elektromotoren. So, dafür brauchen wir jetzt dann erstmal das Schmiermittel. Und das Schmiermittel machen wir jetzt schon mal auf Tasche am besten direkt. Das heißt, da bauen wir nochmal direkt einen neuen Lagertank, wo das ganze Schwimmmittel dann reinkommt. So. Reparaturkits können wir jetzt schon machen. Das ist natürlich super. So, jetzt sammelt sich da drin langsam Schmiermittel an. Jetzt müssen wir das hier erstmal setzen und dann mal das Ganze einstellen auf Elektromotorenbestandteile. Das Ganze Ding natürlich noch richtig hindrehen. Perfekt. So, jetzt möchte ich das Ganze natürlich die Verbrennungsmotorenbestandteile haben von hier. 21 haben wir da schon mal. Die können wir schon mal hier reinpacken. Und natürlich auch dementsprechend dann ein paar elektrische Schaltkreise, die wir uns auch rund von dem Fließband runterklauen können auf jeden Fall. Zack, 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 zack. Einmal hier rüber gerannt über das Band. 158 haben wir dann schon mal direkt. Das ist natürlich einiges, ne? Gut, ich bin schon mal gespannt, ob das Ganze so funktioniert, wie ich es mir jetzt vorstelle. Aber warum ja nicht, ne? Gut, dann. Do it. Das Ganze braucht es natürlich wieder ein bisschen zum Craften, ne? Aber naja, gut, ich stecke jetzt erstmal ein paar Reparaturkits hier vorne das Ding rein. Ne? Packe jetzt ja nochmal eine Lampe dann daneben direkt. Man hört hier schon diese krassen Roboter-Sounds, da noch gar keine Roboter drin sind, aber okay. Gut, dann schauen wir mal direkt nach. Wie sieht das jetzt hier aus? Eins ist schon mal fertig. Das heißt, der Kirsch schon mal unseren ersten Flugroboter gestellt worden, wenn wir Stahlträger hätten. Gott, das ist aufwendig alles. So viele Produktionsschritte. Oh, wir gerade angegriffen? Nö. Bist du gerade Übergangsphase? Was halt Nacht ist. Ah, weil nachts wird schon langsam knapp, glaube ich, hier für die Dampfmaschinen. Ich gehe mal ein bisschen weg von diesem Sound. Flugrobotergestell Number One is on the way. Mal gucken, ob wir Number Two direkt hinterher schicken können. Aber ich denke doch so. Oh, Number Two, Number Three auch direkt. Und dann wäre das ja erstmal unsere erste Startforce, die dann in den Wald ruhen soll. Gott, das wird ja immer schlimmer hier unten, ne? Ich traue mich gar nicht, noch mehr Radare hinzusetzen. Das wird ja. Gott. Hilfe. Help. Wie viele Solarpanels wir einfach hier haben. Das ist schon ein riesiges Ding einfach. Gut, die ganzen Solarpanels, auch wenn es gerade noch schon wieder Dämmerung hat, können die schon mal hier fast den gesamten Bedarf wieder decken.
ist krass auf jeden Fall. Die brauchen jetzt halt noch länger die Flugrobotergestelle. Aber ich denke mal, irgendwann wird das Ganze sowieso mal automatisch hergestellt dann. Ja, bald 300 Solarpanels schon. Also das ist natürlich eine krasse Sache. Und da können wir unsere ersten drei Bauroboter machen. Also unsere ersten drei Bauroboter, da kann ich direkt noch mal ein paar mehr hinterher schieben. So, die können wir direkt hier schon mal in die Wildnis entlassen. So, die fliegen jetzt natürlich erstmal zu dem Ding hier wieder zurück, weil sie, glaube ich, erstmal aufladen müssen. Oder eventuell auch, weil die gerade keinen Job haben. Jetzt ist natürlich die Frage, wie sagen wir denen, dass die alles abreißen sollen, ne? Es gibt ja diese Blaupausen. Beziehungsweise Abrissplan. Abrissplan wäre, glaube ich, dann erstmal das, was wir brauchen. Dafür brauchen wir erstmal noch ein bisschen Kupfer. Dann holen wir uns das Ganze mal, dann machen wir das mal. Und schauen wir mal, wie das Ganze aussieht und sich anfühlt. Gott, wie viel Erz hier einfach ist, ne? Alles klar, so. Machen wir mal hier mal 10 Abrissplaner. Oh ne, erweitert elektrische Schaltkreise, ne? Ihr seht's auch. Shit. Gut, dann mal gucken. Dann warten natürlich jetzt erstmal. Das Ganze jetzt hier gleich mal outworked. Oh Gott. Ich bin ja bei sowas immer total ungeduldig, weil ich jetzt wissen will, wie das funktioniert. Und ich will nicht warten, und ich will wissen. Ich will wissen und nicht warten, weil das sind zwei unterschiedliche Sachen, ein bisschen warten, ne? Wir wurden aber noch nicht an unserer Eisenmine angegriffen, fällt mir gerade auf. Gott, wir werden gerade an zwei Orten gleichzeitig angegriffen. Oho, was haben wir denn da? Bildet sich da etwa gerade ein neues Dorf direkt in unserer Nähe? Das war jetzt gerade abgegangen. Naja, da können wir mal ein bisschen hier die Dampfmaschinen nochmal. Auch nicht schlecht, also tagsüber werden die Akkus halt mal so gar nicht gebraucht. Okay. I see, I see. Muss ich aufpassen, wenn es nicht dumme Sachen wegreißen, nicht weggerissen werden sollen. Ich mache jetzt erstmal alles so. Okay. Und jetzt fliegen die Dinger erstmal los und reißen ab, denke ich mal. So, dafür nochmal abreißen. Gott, was sind jetzt alles hier für Symbole auf der Map, ne? Heilige Scheiße. 138 Objekte benötigen Bauroboter. Passiert jetzt hier was? Ich 10.000 Millionen Abrissplaner, aber. Das ist jetzt erstmal die Frage, was wir jetzt halt machen, ne? Und vor allem, wie viele tausend Jahre das benötigt. Ich pack die Dinger erstmal weg. Mach mal jetzt in die Kiste hier rein. Noch sind es 138 Objekte. Mal gucken, ob sich das noch verändert mit der Zeit. Aber wir können schon wieder 8 neue Flugstelle bauen. Und 10 neue Bauroboter können wir uns auch schon wieder machen. Dieser Piepson die ganze Zeit, ne? Also ich glaube, die machen jetzt insgesamt die 10, ja, genau. So, mal gucken, immer noch sind es 538 Dinger. Ich bin mal gespannt, wo die das Zeug denn hinpacken wollen. Ich habe gerade so das Gefühl, dass die nur. Oh. Dass die gar nichts, was irgendwie nur. Einfach in der Gegend rumschweben. 137 sind jetzt jedenfalls gerade.
Heißt ja, dass wir vielleicht 137 solche Dinger brauchen, oder? Nee, glaube ich nicht. Also das. Ich glaube vieles, aber das glaube ich nicht, dass wir dann insgesamt 137 Roboter jetzt brauchen, um die alle gleichzeitig abzureißen, quasi nur gleichzeitig abreißen können irgendwie. Vielleicht müssen wir nur noch eine Kiste hier reinstellen. Oder die Bräune von so ein halbes Jahrtausend für einen einzigen Baum. Aber ich denke mal, irgendwo werde ich das schon hinbringen wollen, müssen, tun. Weil sonst würde es ja nicht angezeigt werden, ne? Also der angezeigt, wie viel Holz wir da rauskriegen, so. Fragen über Fragen. Und vielleicht, ob der Sound irgendeine Bedeutung hat, der jetzt immer wieder kommt. Ist ja noch so eine weitere Frage. Ich stelle erstmal so eine Kiste hier mit rein. Das wäre natürlich erstmal so das Logischste, sage ich jetzt mal. Dass die jetzt so eine Kiste brauchen, hier einfach im Bereich. Jetzt noch hier, wo man die besser sehen kann, vielleicht. Ich sehe auch gerade, dass hier oben was in Auftrag geben, aber das wird gar nicht gemacht, sondern das hier unten. Komische Sache auf jeden Fall. Ist jetzt natürlich die Frage, dass das Ganze funktioniert. Auf jeden Fall so irgendwie versuchen, irgendwas zu machen, tun sie ja schließlich schon mal. Das ist ja schon mal was. Ich denke, ich baue jetzt erstmal die Mauer fertig und dann gucken wir in der nächsten Folge nochmal danach. Vielleicht habt ihr ja noch eine gute Idee, was man mit dem Bauarbeiter macht, beziehungsweise was die halt können, beziehungsweise wie man die dazu bringt, dass die was machen. So, jetzt schon mal wieder neue fertig, das ist ja schon mal was. 10 Stück sogar. Mal gucken, ob dann direkt ein bisschen was mehr passiert. So. Der Schwarm ist unterwegs. Mal gucken, ob jetzt hier noch gleich was passiert. Jetzt schon mal nur noch 127 Dinge, die einen Bauroboter benötigen. Und die suchen sich jetzt alle einen Baum. Interessant. Die haben jetzt gerade also alle einen Baum abgerissen. Okay. Ich hab gerade gar nicht gesehen. Vielleicht irgendwie sowas. Nee, guck mal, sie haben hier auf jeden Fall schon mal einen Baum gesnackt. Und ist noch da drin Baumstämme. Ja, ich nehme jetzt halt so einen Baum und dann war es, habe ich das Gefühl. Ja, gut, muss ich mal schauen irgendwann mal. Ja, ist komisch auf jeden Fall, also. Wie gesagt, muss ich mal gucken, wie das funktioniert. Aber jetzt muss die Mauer hier fertig gemacht werden. Ich werde noch ein paar neue Lampen machen. So, hier also so eine lange Mauerlein hier durchballern. So vielleicht nicht ganz. Sieht auf jeden Fall leicht verwirrend aus, wenn da so die ganze Mauer und alles voll ist praktisch. Wahrscheinlich brauchen wir einfach mehr von den Baurobotern. Das sind Abrissrobotern oder wie die jetzt auch mal heißen. Ich nehme an, dass das der Point sein wird dann am Ende.
Aber irgendwie müsste sie sich ja entladen, ne? Das muss ja was zu tun haben, diese Station, die wir extra gebaut haben, so, ne? Fragen über Fragen. Gut. Ich habe noch gleichzeitig hier angegriffen hier. Sind schon zwei solche Felder drin offen, das habe ich noch nie gesehen zuvor. Jetzt nehmen wir noch 123 Bauroboter, die benötigt werden. Naja gut, dann platzieren wir noch ein bisschen Licht hier hin überall und dann war es das mit der Folge für heute. Für den heutigen Tage. Diesen wunderschönen Dienstag. Auch wenn ich es gerade einen wunderschönen Montag aufnehme, aber ja gut, es ist wunderschön, nicht mehr draus bewölkt, aber trotzdem. Gut, dann haben wir dort oben auch erstmal alles abgeclosed. Also sind immer noch 123. Jetzt gucke ich noch mal, jetzt habe ich noch eine Sache, die ich noch gucken möchte. Und zwar, es werden natürlich noch ein paar mehr hier, ne? Ist ja klar. Und zwar, ob es jetzt möglich ist, ich möchte vielleicht den ganzen Zeug wieder wegmachen und dann mal ein kleineres Areal auswähle. Das ist jetzt die Frage so, ne? Nee, scheint gerade nicht zu funktionieren, weil jetzt halt gerade noch ein Job praktisch da ist, ne? Jetzt baue ich das Ding ja nochmal neu hin. Okay, die scheinen so, als hätten die keine Ahnung, was zu tun ist. Und jetzt kommen die alle wieder ja zurück irgendwie. Aber jetzt legen die wieder los. So, was ist mit denen allen hier? Wollt ihr hier rein? Ich sehe doch, dass ihr hier rein wollt. Roboter, ja. Reparaturkits müssen wir vielleicht mal hier rein tun. Vielleicht muss jetzt so jeder Slot voll sein mit Reparaturkits. Oder was passiert? Nee, die entladen sich von der Energie, entladen sich schon mal nicht auf. Das ist schon mal was Negatives. Naja, gut, ich denke mal dann auch trotz allem, muss ich mal sagen. Ja, jetzt kann ich ja nochmal kurz alle abreißen hier. Komisch, und jetzt gerade hier rausgenommen, naja. Okay, dann würde ich mal sagen, bis zur nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt, Let's Play Factorio. Wir werden hoffentlich mal das Geheimnis gelüftet haben, wie wir jetzt hier automatisiert die Waldrodung machen können. Das Problem ist, der gerodete oder der zu runde Bereich auch ein bisschen außerhalb von dem Hangar liegt. Fragen über Fragen, aber bis zur nächsten Folge würde ich mal sagen. Also dann, stay tuned, euer Lukas.